hier. Ich bin gerade Alpe du Swift hochgefahren in knapp über 70 Minuten, also 71 Minuten knapp, und habe ganz oben jetzt meinen Helm bekommen. Bin völlig fertig, habe mir das viel, viel einfacher vorgestellt und ich konnte es leider nicht komplett filmen, deswegen habe ich mal ein paar Bilder gemacht und die zeige ich euch jetzt im Commentary. Also viel Spaß damit. Bis gleich. Der Grund, warum es kein Video gibt, ist relativ einfach und unspektakulär. Ich habe mein iPad, mit dem ich immer swifte, und auf dem ist einfach kein Speicherplatz mehr, sodass ich keine 70 Minuten Screen Recording speichern könnte. Dann dachte ich mir, okay, dann machst du einfach jede Kurve einen Screenshot. Also insgesamt knapp 21 Stück. Hat auch nicht immer funktioniert, aber zumindest für die Kurven 17, 13, 11, 7, 6 und 1. Ganz am Ende bekommt ihr dann noch eure aktuelle Zeit mitgeteilt. Das waren in meinem Fall halt diese etwas über 70 Minuten und das Achievement für die Strecke in meinem Fall, weil ich das erste Mal gefahren bin, und vom Glücksrad persönlich ausgesucht einen Helm, den ich jetzt in meiner weiteren Swift-Karriere verwenden kann. In dem Video passieren noch genau zwei Dinge. Nummer 1, wir schauen einmal auf Strava vorbei und machen eine kurze Analyse zu dem, was ich da gefahren bin, und Nummer 2 ist eine Fragerunde, beziehungsweise ich habe noch ein paar Fragen, die mir jetzt gekommen sind im Laufe dieser Fahrt, und die würde ich euch gerne stellen. Also wenn ihr denkt, dass ihr ein paar Fragen beantworten könnt und schon ein bisschen erfahrener Swifter seid, dann jetzt nicht wegschalten. Ihr könnt hier unten diesen Analyse-Part überspringen und springt dann einfach direkt zu der Fragerunde. Vielleicht könnt ihr mir ja bei der einen oder anderen Sache weiterhelfen. Schauen wir einmal auf Strava vorbei, da bekommt man immer einen recht schnellen Überblick, was ich ganz cool finde. Also mein Puls, meine Herzrate ist Durchschnitt bei 161 gewesen, was ich eigentlich okay finde. Meine Power, also das waren im Durchschnitt 239 Watt, was schon recht viel ist für mich persönlich. Ich habe aber das Gefühl, dass da noch ein bisschen was geht, weil ich ganz am Ende dann doch noch ein paar Körner übrig hatte, wie man so schön sagt. Diese Leistung bezogen auf mein Gewicht ergibt dann eine Geschwindigkeit von 10,4 km/h. Was halt relativ langsam ist, wenn der Berg, wie wir hier sehen können, 12,2 Kilometer lang ist. Wenn man also unter eine Stunde kommen möchte, dann müsste man ja mindestens mit 12,3 km/h fahren. Wahrscheinlich besser im Schnitt 13, dass man das sauber hinbekommt. Und da ist noch ein bisschen was zu gehen. So, Thema Fragerunde. Ich bin ja noch immer Anfänger und benutze Swift eigentlich nur, um meine Workouts da reinzuballern. Nummer 1, ich bin das Ganze jetzt hier im freien Modus gefahren. Macht es Sinn, im Irk-Modus zu fahren? Meine Überlegung war, ich fahre das in dem freien Modus, und wenn dann gerade mal ein Stückchen ist, wo die Steigung nicht ganz so hoch ist, kann ich mich ein bisschen ausruhen. Macht das Sinn? Oder aus eurer Erfahrung eher, dass ihr sagt, nimm den Irk-Mode und fahr damit konstant in der immer gleichen Power einfach hoch. Welches Fahrrad könnt ihr empfehlen, um da hoch zu ballern? Also ich habe gesehen, einige sind mit unterschiedlichen Fahrrädern unterwegs, ein paar muss man irgendwie kaufen. Macht das Sinn? Macht das einen großen Unterschied, welches Fahrrad man hat? Oder ist es zu vernachlässigen, weil es einfach nur anders aussieht? Und die letzte Frage, kann man das Glücksrad am Ende irgendwie beeinflussen? Weil ich habe jetzt einen Helm bekommen. Ich hätte natürlich schon gerne eins von den coolen Dingen, die da mit sich hinter verstecken. Also reagiert das Glücksrad auf einen persönlichen Rekord? Kann man das mit einer schnelleren Zeit irgendwie beeinflussen, dass die Gewinne dann höher werden? Oder ist es wirklich einfach, wie es der Name schon sagt, Glück? Und man muss halt welches haben. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann vielen, vielen Dank und Respekt für dieses eigentlich unspektakuläre Video, dass ihr dann doch noch bis hier dran geblieben seid. Wenn ihr ein paar Fragen beantworten könntet, wäre es super cool, dann kann ich mich auch persönlich ein bisschen da verbessern. Und ansonsten habe ich jetzt hier einfach mal so ein Benchmark öffentlich und kann dann schauen, wie ich mich da verbessert oder verschlechtert habe in der nächsten Zeit. Danke fürs Anschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao!